Welcome everybody, I'm your guide, Koopa Troopa! Here in the jungle stand the mysterious ruins. Rumor is that a great treasure is sitting here. If you look for this treasure, surely one of you will find it. But beware, there are many traps in this jungle. Whatever you do, don't step on the fire station spaces, as your safety cannot be guaranteed. Now then, let's decide turn order. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario Party. Ihr habt in den Kommentaren abgestimmt, ihr wollt zumindest beim ersten Mario Party alle Maps sehen. Ich darf anfangen. Ja, und ich bin in eure scheiß Gesichter. Ja, bin ich letzter. Lieber außerdem, der Letzte als das Letzte. Außerdem habt ihr in den Kommentaren abgestimmt, ihr wollt lieber längere Parts haben, statt geschnittene. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, damit man mehr von dem lustigen Zeug sieht. Und 10 Coins für jedermann. Juhu! Ich habe übrigens jetzt für Mario Party hier mal für uns alle Kästen gemacht, damit wir nicht so im Bild schweben. Bei mir kann ich nicht hundertprozentig verhindern, aber bei den anderen zumindest. Und wir sind auch diesmal endlich 4. Das heißt kein Bot. Akaya ist mit dabei. Er ist nicht mehr bei den Pögelbeobachtern. Ich wollte gerade was sagen. Wir haben so Ach Bot. Ja, übrigens, ja, danke, dass ihr mir das in die Kommentare geschrieben habt mit den Items. Ich habe mir offscreen mal alle Items freigeschaltet und jetzt gerade habe ich den Plusblock. Ich habe mir 4 gewürfelt und habe jetzt 4 Münzen bekommen dafür. Shining. Die Items erscheinen zufällig. Ja? Shining, wegen den Vögel beobachten, muss ich einmal dich korrigieren. Ich beobachte doch gerade 3 Vögel. Boom! 1-0 für Akaya. Hier auf der Map bewegt sich der Stern übrigens. Das war nur bei der Torte so. Oh, dass er stehen geblieben ist. Erstmal gucken, wo man lang will, ne? Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich diese Blöcke aktivieren beim Werfen, aber sie können erscheinen alle. Komm, rot, rot! Verdammt. Oh, das wäre so schön gewesen, jetzt einen roten bei dir zu sehen, ne? Alle Münzen weg. Machen wir. Kein Sinn, so rumzugehen. Ja, nee. Toll, dann muss ich zahlen. Also, wenn ich meine Hand ausstrecke, dann seht ihr das übrigens, dass ich aus dem Kasten rausgreife. Ich kann das nicht hundertprozentig verhindern. Eventuell mache ich für die Mario Party Folgen die Flügel weg. Dass ich dafür ein zweites Modell mache. Jetzt musst du doch. Ja, klar. People who don't have 20 pence can't wait. Nehme ich lieber hier. Die Map ist übrigens teuer. Ich habe hierüber mir die Items erfarmt. Für euch Zuschauer. Mit 10 Münzen da durchzugehen. Läuft. Yay, ich bin Speed, genau wie beim Würfeln, wer anfängt. Immer der Niedrigste. Würfel ist geil. Auch so eine Sache, die ich offscreen rausgefunden habe: Es ist egal, wie lange ihr wartet, bis der Würfel sich hier dreht, ne? Der Würfel ist geskriptet. Ah, okay. Also, ihr könntet 100 Jahre warten, ne? Ich habe das über Zwischenspeichern, also dieses Speichern hier, überprüft. Da kommt stets dieselbe Zahl raus. Egal, wann ihr drückt. Okay. Right about and try to bump the arrows into the sea. Use the control stick to roll around your ball. Ach ja, im Übrigen, wenn da mal irgendwann Z steht, Akaya, das ist ZL, also die hintere linke Taste. Don't just push all the time if you. Don't just push all the time. Ja. Der letzte, der steht, der gewinnt. Ich lass die einfach machen. Ich werde gewinnen, ich bin der Dicke. Verdammt, er hat recht, er hat einen Gewichtsvorteil. Ich bin dicker! Wir müssen Donkey Kong runterholen, er ist dicker! Ich hab Muskeln! Um Gottes Willen! Werden die hier pervers. Ich finde unsere Bälle übrigens lustig, ne? Wie die aussehen. Cool. Lass mich weg. Nein! Oh. Komm, hilf mir, Leute! Nein, nicht so helfen! Nicht so helfen! Ja! Da haben wir den einen Ding runter. Oh Mann, was ein Chaos. Schon wieder wird. Also ich muss auch übrigens sagen, jetzt schon, ich habe das ja auch ausgehend schon mit diesen Blöcken ausprobiert. Das macht das Spiel auf jeden Fall ein bisschen spannender. Oh, oh, oh! Ja!
Verdammt. Alle untergetreten! Münzen! Da war 2 gegen 1. Och nö, ich hab den Slowblock. Der Slow. 1-3. Na dann. Applaus. Die schöne 1. Fragezeichen. Ja! Roll, 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 roll. Ey, sei froh, du musst nicht zu Bowser. Lass mich doch in Ruhe. Das Schöne ist, du hast die Fomps jetzt umsonst bezahlt. Nee, warte, Bombs heißen, glaube ich, die mit den Beinen, ne? Er musste nicht zahlen. Die, die schweben, die waren die Fomps und die, die stehen, waren Bombs, ne? Wow, den man auf den Rücken springen musste. Ja, genau. Oh, Einzelspieler. Wow. Oh, zum Glück. Walker Plant wäre richtig krass gewesen, da hätte er so viele Münzen rausholen können. Ich würde sagen, da bin ich mal die Standalone-Unterhaltung. Jump across the tops of the Teetering Towers. Depending on where you land, the towers will tilt in a different direction. So rumscrollen machst du übrigens mit dem rechten Control-Stick. Also wenn du durch die Ruhe jetzt einmal gehen willst. Du stellst dich halt an eine Kante und in die Richtung fällt der. Und musst dann rechtzeitig rüberspringen. Mehr werde ich wohl jetzt nicht brauchen an Infos. Ja, dann kannst du einfach Start drücken. Ich weiß nicht, wie lange das Level geht. Jeder, den ich bisher dieses Level habe spielen sehen, ist spätestens beim vierten Teil umgefallen. Beziehungsweise in die Klippen. Ja! Der ist ja bei mir echt nicht gelaufen. Der ist nur gesprungen, obwohl ich nach vorne gedrückt habe. Ich liebe meine Joysticks. Ja, minus 5! Der kriegt sogar mit Snap gezogen. Mann, jetzt wird noch auf... Jetzt wird auf das letzte noch eingetreten, ey. Ey, wir haben darauf keinen Einfluss gehabt. Muss man fairerweise sagen. Crazy Cutter. Da müssen wir ein Bild ausschneiden. Oh. Er kann am schnellsten runter, Helmann. Helmann, was er Zeug hält, Leute. Ja, wie eine gewisse Serie. Plinius, Helmans were staying right on the line. Ich will nichts sagen, aber das sieht so falsch aus, was die Charaktere da machen. Gerade bei Yoshi sieht das recht beknopft aus. So, ich gehe oben rum. Ganz vorsichtig, wir haben Zeit. Naja. Scheiße! Ich hab ein bisschen ausgeschnitten. Es gibt hier übrigens verschiedene Bilder. Also ich hatte auch schon mit einem Bomb-Bomb, mit einem Shy Guy und mit Buhus offscreen. Okay, ich habe definitiv nicht gewonnen. Ich glaube, das geht an Wario. Wir müssen innen drin auch machen? Nein. Oh. Wie? Du musst nur das Äußerste machen. Die hat verkackt, würde ich sagen. Dann habe ich das Spiel missverstanden. Kai hat das mal missverstanden, er hat das Innere mit ausgezeichnet. Ich wollte präzise sein und habe es vergeigt. Also man muss schon sagen, du hast es gut ausgeschnitten, alles in. Das war nur halt leider das Falsche. Wo ist denn überhaupt der Stern? Hallo? Ach, da. Okay, dann will ich hier nach oben an dem Buhu vorbei. Warte. 3, 4, 6, 8. Okay, ich käme am Bowserfeld vorbei. Als ob ich den Münzen geben will. Nö, Leute. Ihr seid so ruhig. Nee, ich krieg noch mal Münzen.
Die hatten die normal. Ja, ich hasse es. Ich komme weit voran. Ich muss mal kurz weg, ich höre mein Telefon. Okay. Jo. Kann ja so lange pausieren. Skateboard Scamper. Ja, du musst hier die ganze Zeit B spammen und über die Forms hüpfen. Ab irgendeinem Punkt schweben auch einmal Münzen in der Luft. Lass erstmal auf Kai warten. Weg musste, weil irgendwas packt. Okay, oh. Kai, du musst einfach nur die ganze Zeit B spammen, der Boden fällt weg und du musst über die Forms hüpfen. Irgendwo schweben auch mal einmal Münzen in der Luft. Mit B okay. Gibst du Gas, mit A springst du. Muss spammen! Ich hab's B gespammt. Nein, ich schaff das, Leute! Ich schaff das! Ich war in der Skateboard-Schule! Darf ich eure Münzen haben? Nein. Nein. Oh Gott! Warum stehen die alle so im Weg? Fragt es die Viecher, warum sie im Weg stehen. Skate schnelle! Ich glaube, das ist deren Beruf, im Weg zu stehen. Also ich habe einen Vorteil, ich habe das Spiel schon offscreen gespielt. Ja, toll! Ich muss die Items freischalten. Ich habe eine Begründung. Er hat wahrscheinlich schon alles offscreen gespielt. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Spiele mehrmals gespielt. Aber wer von euch hat denn die schönste Münzenanzahl? Ich definitiv nicht. Ey! Klaus beim Affen. Ach, warum nur drei? Ich habe mich gewehrt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat, aber ich habe es versucht. Gönn mir doch. Willst du kommen? Geh mal nach unten! Geh mal nach unten! Nee. Das kannst du sowas mal knicken. Das kannst du knicken. Den Stern, den haben wir auf jeden Fall verloren. Das wäre meine. Ja, er hat den Slowblocker. Warum konntest du nicht eine 1 haben? Ich hab sie gerade so, ja. So. Du hast dich schon bei Bowser gesehen, ne? Ja. Ey, vor allen Dingen so fies, ne? Du stehst nur ein Meter vor und dann kriegst du auch noch den Block, damit du nur 1 bis 3 kriegst. Ich finde, das bringt wirklich viel Würze in dieses Spiel mit den Items. Also mit den verschiedenen Blöcken. Das macht das Spiel wesentlich cooler. Ich finde auf jeden Fall hier die Items wesentlich besser als in den ganzen neuen Mario Partys, wo du die jedes Mal wieder kaufen musst. Oh, wartet mit dem Spiel, meine Mama. Das war alles an Störung. Ja, Kai, guck mal. Die vibrieren. Das sieht vor allem gar nicht falsch aus. Ich glaube, Sunny ist AFK gegangen. Guck mal, hier jetzt bei mir bei Donkey Kong sieht gar nicht falsch aus. So, wer ist der beste Fahrer? Ich. Der Bot beim letzten Mal. Da oben seht ihr meinen Rekord. Und erstmal Fehlstart. Nein! Wer beschleunigt da so hart? Jo, der grüne Bruder. Nein, ich muss den einholen. Ich krieg dich. Ich krieg dich noch! Nein! Nein, Unfall! Ich hab einen Unfall! Nein! Nein, ich hab deinen Rekord noch geknackt! Ja, so um 0,3! Nein, mein Rekord! Tja, da hat er dir deinen Rekord genommen und somit auch deine Ehre. Ehre genommen. Dafür nehme ich euch den Stern. Ja, ich krieg nochmal 10 Münzen! Ich hatte einen Plusblock! Können wir den kicken? Hallo? Ich wäre er spielt hier mit unfairen Mitteln. Immer diese Feindseligkeit bei diesem Spiel. Er ist bisher der Einzige, der positive Würfel-Items bekommen hat. Ich kann nichts dafür, das ist random! Das Einzige, was ich bekommen habe, waren 10er-Würfel und der hat mir nichts gebracht, außer dass ich wieder am Start stehe.
guck mal, jetzt ist er tot noch bei euch in der Nähe. Ja, bei mir, um genau zu sein. Ach ja, für dich, Akai, wenn man auf das Pilz ins Feld kommt, dann kriegt man entweder einen guten oder einen schlechten Pilz. Der schlechte lässt einen aussetzen, bei dem anderen darfst du nochmal würfeln. Nicht, dass man unbedingt immer nochmal würfeln will in dem Game. Aber das Problem ist, du kannst hier einen Stern dann eventuell nicht leisten. Ich weiß nicht, wie viel der Form kostet. Der Bums. 10. Doch, dann kannst du eventuell den nächsten Stern holen. Sofern den nicht einer der anderen beiden Lulatschi wegschnappt. Wenn meine Zahl hoch genug ist, kann ich mir den holen. Ich kann ihn mir nicht holen, weil ich auf dem roten Feld lande. Ja, aber wenn du hättest dann noch nicht... hättest noch ein Minispiel vor dir und wenn du das gewinnst, kannst du ihn dir leisten. Oder ich komme direkt durch und hol mir den. Das ist nämlich mein Problem. Ach ja, ich war schon ein paar Mal auf der Map. Das Fragezeichen, das gilt für alle, die in dem Weg stehen. Schade, hätte er die eins noch nur eine Runde früher gehabt. Haha, ich komme halt nicht ein. Ja, er tauscht mit jemandem! Nein! Mit auch mir, das ist random, du kannst dir das nicht aussuchen. Ich will nicht tauschen. Wer darf? Ach, verdammt. Na ne, der war ja schon. Zanni durfte da hin! Du hast gerade Zanni geholfen. Danke dir. Ich wollte nicht tauschen, ich hätte mir den Stern geholt. Ich hab da nichts gegen, Akai, ja? Danke dir. Sag ich doch. Wir kriegen nur die negativen Sachen, dann Shining immer die positiven. Also ich glaube, Sunny fand das jetzt nicht so negativ. Wirklich. A, B, A, B, A, B. B ist rot. Da steht ja sogar noch auf der Flagge, welcher Knopf. Oh. Ciao. Ich hab den nicht lange genug gedrückt. Nee, nicht schnell genug, du warst zu langsam. Nee, oh, er versucht zu baiten. Nicht. Nee, du musst einfach nur schnell genug drücken. Nein! Ja, da wurde einer rausgebaitet. So, Kai, nur noch hier zwei. Weg mit dem Affen. Na dann, beim Kontrahent ist intelligent. Verkack jetzt! Ich will die Münze! Verkack doch selber. Ja. Verkackt beide. Nein! Ich hab die ganze Karte gedrückt! Ja, dann ist er gebetet. Ich wollte gerade sagen, ich mach mir noch mal eben Kakao, oder? Nein! Du hättest nach links gekonnt! Werdet ihr locker den Stern leisten können? Shining, jammer nicht rum, du hast schon den Stern. Und du hast noch über 50 Münzen. Über 60. Ich hab zu wenig Münzen, Leute. Ich weiß, man braucht 5000 Münzen. Jetzt kriegt der den Stern. Der würfelt jetzt eine 1. Komm, den Slow-Würfel, bitte. Und er kriegt einen Warp. Bitte Warp. Bitte ich Warp glaube, Sunny ist schon wieder AFK. Nö, oder nö. Ich hoffe, er kriegt Warp. Und nein! Willkommen in meiner Welt. Aber hey, ich krieg nochmal 10 Gratis-Münzen. Da sage ich nicht nein zu. Ja, das ist was Positives. Kork hat dir doch was gebracht, der Würfel. Na gut, du hast den Bombs völlig umsonst bezahlt. Ich habe ihn nicht bezahlt. Ich habe den das erste Mal bezahlt. Komm, Castaways, das kenne ich noch nicht. Cover the hidden arrows and try to find the treasure chest. Ja, einfach A die ganze Zeit drücken, irgendwo sind so Pfeile vergraben, die uns zeigen, wo die Kiste sind. Und wir müssen uns halt bewegen und durchbullen. So, da lohnt es auch zu spammen. Ach ja, lasst euch von den Steinen nicht täuschen, man kann da durchgraben. Okay, Kai hat ein Schild gefunden, unten links. Hi, gönn mir. Oh, da ist sie. Da ist sie. Ja, hab sie. Danke, Kai, dass du das Schild ausgegraben hast. Sonst wäre ich zu dem Stein da hochgegangen. Ich krieg auf jeden Fall den Minischwert. Ich krieg den Minischwert auf jeden Fall, ja. Ich sag doch, Shining, der hackt. Ich hack nicht. Ich hab den Erfahrungsbonus. Der kennt die ganzen Spiele und Maps schon. Tatsächlich, ich habe zu den 90% der Fälle die gekriegt, die wir beim ersten Part schon gespielt haben. Nein! Ihr werdet gegen mich spielen. Nein, ihr könnt gleich in mich reintreten. Guck, er hat doch auch mal einen positiven Würfel. Nein, nein. Tu es nicht.
Ich hab dir nichts getan. Tret in ihn rein. Spam, 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 spam. Nein! Warum kriegt der so viele? Weil ich besser gesplattert bin. Die Echse da ist ganz freundlich. Cheaten zahlt sich nicht aus, Shining. Warum werde ich immer als Cheater bezeichnet, sobald ich mal gewinne? Weil du und Gewinn, das sind zwei Worte, die nicht zusammenpassen. Ich hoffe, Kai kriegt eine 4. Ich hoffe, der kriegt jetzt eine 3. Mal was anderes als eine 1. Er kriegt den Stern, nein! Vergiss aber nicht, dass in der Richtung auch ein Bowserfeld ist. Ja, von mir aus. Brauchst nur eine 1. Ich hoffe, du kriegst einen Slowriff. So gehe ich ein. Also ich finde, die Würfe in dem Game sind irre geil. Ja. Einfach so random auf einmal so, ja, ich bin so knapp vom Stern. Nein, wieso muss ich mit jemandem jetzt den Platz tauschen? So eine Situation hatte ich tatsächlich offscreen. Ich so ein Feld vom Stern entfernt und dann so einer der Konkurrenten kriegt den Change-Würfel und tauscht genau mit mir den Platz. Hey du, Shining, genau den Moment hatte ich sogar auch schon. Sogar auf Stream. Beziehungsweise auf Video. Ja, wir nehmen das auf, wir streamen das nicht, Leute. Auch wenn das Wochenende kommt, wir nehmen das auf. Das sind nur Wochenendvideos, weil die so lang sind. Ja, ich darf wieder den. Und du hättest den Einzelhalter spielen. Ghost Guess, das kenne ich nicht. Ich bin der Einzelunterhalter mal wieder. Du hättest dir sogar einen Stern holen können, wenn du den. Ah, nee, doch, das kennen wir. Warte. Das haben wir letztes Mal überlesen. Der Erste, an den man treffen muss, der bewegt sich als allererstes. Darauf muss man achten. Du musst in einen Geister reinrennen und ihn boxen. Und der hat dann Geld für dich. Und zwar der, der sich als allererstes bewegt, der hat eine Kiste bei sich. Das ist der Boss. Du hast nur einen Versuch. Arschbombe ist unwichtig, brauchst nur mit B draufhauen. Und jetzt kannst du das ja ausprobieren. Z ist so die hintere Taste. Die hintere linke. Wer von denen muft? Ja, der sich als allererstes bewegt. Der. Nein, verdammt. Er hat Münzen bekommen, Leute. Er ist der Cheater. Ja, jetzt müsst ihr mich verprügeln. Ich habe Münzen bekommen. Leute, ihr werdet doch jetzt gerade alle in mich reintreten, weil ein 1 gegen 3 kommt. Ich bin als Einziger auf dem roten Feld gelandet. Kringling, bitte! Oh Mann! Das Kringling-Game ist übrigens auch mega unfair. Es ist egal, wie hart du spammst. Sobald der auch nur ganz leicht spammt, der dich hat, hast du verloren. So, das kennen wir ja. Ich suche mir eine Röhre aus und einer kriegt Münzen. Also wir machen jetzt gar nichts. Wir gucken jetzt einfach zu. Ja. Ich sag diese Röhre. Kommen wir dann nochmal nach links. Das sieht nach. Ja, nein! Ja, noch mehr Münzen. Nicht, dass ich mit denen was anfangen könnte, aber ja. Man kriegt auch einen Bonusstern für die meisten Münzen im Besitz, also es lohnt sich auch Münzen zu sammeln. Ich bin reich. Ayo, der hat ein richtig schönes Lächeln. Fällt mir jetzt erst auf. Kann ich mal einen Plusblock kriegen? Ich habe zu wenig Münzen. Sei leise. Ja, ich darf auch mal ein Solo-Game machen. Oh. Nein. Noch ein altes Spieler. Vom Mac Plant. Ja. Ja! Da muss ich einfach nur auf Pflanzen hüpfen. Wir haben hier einfach viel zu viele Einzelunterhalter, ganz ehrlich. Ja, ich muss jetzt auf die Pflanzen hüpfen, die rauskommen. Und für jede, auf die ich drauf hüpfe, kriege ich eine Münze. Wow, das ist ein richtig geiles Minigame. Voll anspruchsvoll. Wie viel Geld soll der eigentlich noch kriegen? Ich hab noch nicht genügend.
Oh, ich hab sie noch gekriegt. Oh, hab sie noch. Nein, ich habe eine nicht gekriegt. Das Spiel nur so, wie viel Geld wollen wir Shining geben? Ja. Ich wünschte, ich liebe dieses Minispiel. Ich habe das auf Skinheimer gehabt. Das ist so gammelig. Ey, seid froh, wenn ihr das habt, könnt ihr auch richtig Münzen abzahlen. 100 Münzen! Ich habe keine Geldprobleme mehr. Ich kann Sunny seinen Stern klauen. Sunny, ich habe doch die Erlaubnis, den Stern zu mopsen, oder? Sind wir uns alle einig, dass er cheatet? Ja. Und er ist einfach nur so dämlich, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sunny? Sunny redet nicht mehr mit uns. So, wem klauen wir denn die Münzen nach? Ich weiß auch nicht. Ich war schon am Spam, bevor du überhaupt irgendwas gedrückt hast, ne? Für 50 Münzen kann ich dir deinen Stern mopsen. Was hältst du davon? Nein, hör auf damit. Aber der sieht so köstlich aus. Guck mal, jetzt kannst du Akaya das mit dem Item einmal vorführen. Also mit den Pilzen. Ja, mach ich auch. Guck, da ist einmal so ein lila und einmal so ein roter Pilz. Beim roten kannst du weiter, beim lila darfst du die nächste Runde aussetzen. Geh doch nach links. Je nachdem, wo man ist, kann es sogar praktisch sein, eine Runde auszusetzen, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn du so knapp vorm Sterben bist und dann halt nicht immer ansatzweise genügend Münzen hast, dann kannst du ja nochmal versuchen, über die Minigames Münzen zu holen. Zum Beispiel. Oh, Akaya. Los, mein Akaya-Mon. Ach ja, mal so ein Zwischenstand, bei welcher Runde wir sind. Ach nein. Ob ich jemals aus dem Startbereich rauskommen werde. Du warst draußen. Und wurde dann wieder zurückgeworfen. Okay, wir können Münzen in diesen Boxen finden. A, springen, B, Angriff, Z, Arschbombe. Okay. Einfach nur die Boxen zerdeppern. Da geht schon mal einer unter die Bergsteiger. Oh! Münzendecke! Münzen! Oh, Geld! Danke, dass ihr das ignoriert! Diese Säcken sind nämlich 5 Münzen! Kann sich auch gegenseitig einfach vermöbeln. Ich habe, glaube ich, so 2-3 mehr auf den Evari und den Arschbombe gemacht. Im Übrigen, ihr müsst auf diese Säcke achten, die sind alle 5 wert. Ich konnte ja nicht runtersammeln, ich stand ja oben im Turm. Das Spiel ist echt so, wie viele Münzen wollen wir Shining geben? Ja. Er hat viele Münzen, der Shining. Sunny! Damit! Nein! Sunny! Oh, Lydia, los! Kannst mich mal! Also. Hä? Vor allem, wir können gegen seinen Münzenvorrat nicht mal was machen. Der kann doch einen weiteren Stern von uns klauen. Du hast mehr als ich. Halt. Ja, komm, wollen wir einmal Bowser sehen heute? Komm, dann opfer ich mich und geh zu Bowser. Macht aber vorher nochmal Cash. In der Tat, zumindest wenn er ein Gedächtnis hat, aber das glaube ich eher nicht. So viel Geld und so wie er hat. Wenn ihr hebt, ob an der Penance Picture hier. Okay, einfach nur merken. Bei einem 9er fällt das 1, weil das nicht gematcht werden kann. Ich sag mal hier. Ach so, einfach nur über Zeitlimit. Wow, das ist geschenkt. Geschenktes Geld. Ja, aber die Münzen scheinen nicht besonders hoch zu sein. Wer weiß, vielleicht sind es ja mehrere als nur. Vielleicht ist
ein Paar gleich zwei Münzen. Oh, ich habe direkt den Panzer gefunden. Bestimmt gibt es auch ein böses Feld, so wie das hier aussieht. Ja, das stand ich. Komm, schaffe ich das noch? Was ein gammeliges geschenktes Spiel. Ja, aber wie viele Münzen waren das? Ich glaube nur vier. Er kriegt wirklich die ganze Zeit einfach geschenktes Geld. Ja, das waren nur 10 Münzen. Kommt, Leute, legt euch ab. Du hast immer noch mehr als ich. Sei leise. Halt einfach deine Klappe, Shiny. Kann bitte irgendwer jetzt den Change-Block kriegen und mir den Platz tauschen? Das wäre so schön. Nein. Du kriegst gleich einen Bowser, der dir alle Sterne klaut. Und nochmal schön die Hälfte deiner Münzen dazu. Ja, das wäre schön. Warum wollen alle immer mich reintreten? Ich weiß, wie der Part weil heißt. Du jetzt ja! Ich krieg was Gutes. Es gibt nichts. Was sagt das so nett? Das ist alles Müll. Die 1000 Gold, aber das ist nur so Verarsche. So. Es ist ein 1 gegen 3. Die Verlierer verlieren 20 Münzen. Eigentlich müssten wir verlieren, damit Shining 20 Münzen verliert. Ja, wollt ihr auch 20 Münzen verlieren? Das nehme ich in Klaus. Okay, einfach so schnell rotieren, wie wir können. Wow. Wie soll ich dagegen ankommen, wenn drei Leute rotieren? Ich glaube, du hast viel mehr Kraft als wir. Die Frage ist, in welche Richtung rotieren? Ich glaube, ich egal. Einfach rotieren! Rotieren! Ah! Ich will nicht! Ich will da unten nicht rein! Ich schmecke doch gar nicht! Nein! Nein. Habt ihr gedreht? Ja! Ich dachte, wir haben mehr Kraft. Ey, Freunde, wir verlieren alle 20 Münzen und du lachst uns auch noch aus! Verdient! Ich hab doch gesagt, ich krieg was Gutes! Wenigstens kann Sunny sich keinen Stern mehr kaufen. Ich meine, ich habe zwar keine Münzen bekommen, aber dafür habe ich halt. Oh, wir können doch mal gegen ihn kämpfen. Nein. Was ist das? Wir hauen uns mit Paddeln auf den Kopf. Wolltest du ihn nicht vorlesen, Sunny? So. Better you go down the river. While they're hiding on the banks, we'll poke you with spears if you get too close. Rotate your contortion quickly and come close here. So the Shy Guy's spears poke you, you lose points. Okay, wir müssen uns absprechen, Leute. Warte mal, spielen die überhaupt gegeneinander? Nee, offenbar nicht, ne? Theoretisch nicht. Doch, spielen wir. Ach, warte mal, wir müssen ihn in die Shy Guys reindrücken, damit er Münzen verliert. Wie soll ich euch in die Shy Guys reinkriegen? Ich glaube, du kannst. Nein! Er kriegt Münzen! Nein! Lass das! Dann paddel doch! Ich paddel so schnell ich kann! Ja! Junge, ich hab keine Chance! Manche von diesen Games sind so rigged, ne? Das ist doch dämlich. Ich glaube, es hat sich viel geändert. Ich glaube, wir wurden beide dreimal, alle dreimal gepumpt. Er liegt am Boden, Leute, tretet rein! Ja. Ja, aber nur 2 Münzen haben wir alle bekommen. Das reicht. Aber ich habe euch dafür 20 abziehen können. Das war es mir wert. Hallo. Ich habe mehr Gewinn theoretisch gemacht, als ich Verlust gemacht habe. Oh, ich krieg einen Schatz! Oh, ist ja schön. Der ist ein Stern wert. Oh, nur für 10 Münzen! Ja, gerne! Das Teil macht aber nichts. Genauso wie der Kuchen letztes Mal. Geht ja, irgendwer mit auf dem Weg? Nö. Hilfe? Ich denke, einfach so... Das Ding ist einfach gegen Bowser gebonkt. Schon witzig. Und was für Nein, Shining, das hat dich näher zum nächsten Stern gebracht, das Kackteil. Kai, wir können über reden. Ja, klau ihm. Kai! Man kann über nichts mehr mit dir reden. Naja, er kriegt Tannis Stern, nicht mein. Das ist nicht wahr, das ist deiner, du hast meinen noch. Dein hole ich mir auch noch, Shining. Wie feindselig ihr alle sind.
Auch wenn ich dachte, Leute, das sind die Familien und spielen Party. Es ist Mario Party, das war schon immer feindselig. Ja. Nein! Es gibt Krieg. Oh, was ist das? Bowser! Oh nein! Du hast den Pizza-Block bekommen, da hätte auch Koopa oder Buhu rauskommen können. Oh, zu RF kommen! Ja, 20 Münzen! Die sind doch komplett blind. Wenn er schon am Boden ist, nochmal reintreten. Einfach so random nochmal alle Münzen weggenommen kriegen. Du dumme Ente, ich gib's gleich auf den Teller! Komplett random einfach. Alter! Es ist so schön. Es ist einfach nur schön. Mushroom Mix-Up. Es ist so schön mit anzusehen. Das Toad's Flag. We do throw the mushrooms, we'll sink. Okay, er hält eine Flagge hoch und wir müssen dann alle auf die Flagge drauf, auf den Pilz. Ich habe das Spiel einmal offscreen gespielt, es bringt nichts, auf anderen eine Arschbombe zu machen, man fliegt dann runter. Es ist sogar ein Nachteil. Glaubt mir, außer alle Platten sind oben. Weil man wird so nach vorne geprügelt. Okay, einer ist draußen, zwei sind draußen. Hä? Wie? Ich hab doch gesagt, mach keine Arschbomben, wenn die alle unten sind. Du bist runtergeschwungen. Guck. Ich kann jetzt ja demonstrieren. Man fliegt dann nämlich runter, wenn man auf jemanden drauf springt. Guck. Wow. Ich hab ihn mit meinem Hintern weggedrückt. Wäre stehen geblieben, wäre ich unten gewesen. Shining, das heißt, dein Arsch ist fett. Das heißt, dein Arsch ist noch fetter als der von Wario. Und das ist schon schwer. Letzte 10 Runden. Hätte geweint, hätte ich eine 1 bekommen. Du hast genug Münzen. Nein, Mario hat mehr als ich. Er hat ein Vermögen mehr als ich. Ja! Das ist einfach alle drauf. Ja, mittlerweile waren alle drauf, ne? Bei Bowser und Space genau genommen nicht, da waren bisher nur zwei drauf. Aber wir hatten alle Bowser schon einmal vor der Nase. Genau. So, was kriegst Coins du? Coins für Bowser. Oh, ich hab's gevorstellt. Ich hab hier sowieso keine Münzen. Ich glaube, der zieht dir einfach alle Münzen ab, die du hast. Das wäre für mich ein Albtraum. Das war jetzt nicht wirklich was Dramatisches. Bei 5 Münzen ist das wirklich nicht dramatisch. Oh, guck mal, das wird ein Teamspiel! Oh no. Oder ein 1 gegen 3. Wenn er jetzt eine 2 würfelt. Eine 2! Nee. Woblock. Wow. Aber ich meine, er kriegt das Feld, wo du drauf landest. Und ich krieg nochmal 10 Münzen in alle Sachen geschoben. Wow. Hallo. Einfach nur wow. Wollen alle über mich in mich reintreten? Ja, wir treten richtig kräftig zu, Leute. Und der Kaya, du musst kurz kommen, du bist der Einzige, der in Warblock gekommen hat. Diesmal schon. Ah, das Spiel war schon. Man kann den runterschieben, ihr müsst mich von der Seite treffen. Ich hab's einmal aufs Screen geschafft. Akaya, du hast bisher. Du bist bisher der Einzige, der in Warblock bekommen hat. Hilfe, Verrückte. Lasst mich! Ich will hier oben bleiben! Aua! Aua! Mama, Hilfe! Da sind Verrückte mit Kanonen! Aua. Man kann dich gefühlt nicht runterschießen! Doch, ich bin gerade fast runterfallen! Lass mich! Ich falle fast runter! Ich war fast unten! Ich treff nicht! Ja, ihr müsst über das Seil schießen. Ja, komm, bitte. Bitte, bitte. Ich will's schaffen. Nein. Oh. Hilfe. Hilfe. Nein. Ja, einfach drauf. Oh. Ihr könnt mich runterschießen, Leute. Es ist nicht unmöglich. Am Anfang habe ich so gut getroffen und dann später einfach gar nicht mehr. Ich sag mal so, ihr müsst mich von einer Seite aus fokussen. Kalt verdient einfach gar nichts. Ich habe ja auch nichts. Nein! Ja, eins. Wie war das? Ich krieg nur positive Blöcke! War jetzt gerade gut. Muss die Runde zumindest keine 10 Münzen zahlen. Das ist nicht positiv, ich will nach links. Das ist negativ, weil jetzt kann irgendwer von euch mir den in den Weg schieben.
Ja, was höchstens ich bin. Ich hab nochmal 10 Münzen bekommen. Danke. Danke, Kaya. Selbst wenn, hast du genug Münzen, um den einfach zu bezahlen. Aber das kostet Geld. Und ich hab nicht viel davon. Ich darf jetzt auch erstmal hier runtergehen. Und das kostet nicht mal was. Oh. Ey, ich bin eine Diva, ich will da nicht runter. Immer diese Diven hier. Jump hit the blocks and take as many coins as you can. Ja, wenn wir gegen die Blöcke springen, ein paar von denen bringen mehrere. Manche sind einfach nur so Durchblöcke. Ihr könnt das sogar richtig schlau machen und euch irgendwie zwischen jemanden und den Blockklippen quetschen, dann könnt ihr den richtig schnell abbauen. Und gleichzeitig jemand anderen mopsen. Hey, gönn mir den doch! Geh weg, das war meiner. Schlagt euch ruhig um den Block. Geschlagt uns um alle. Ich hab versucht, anderen ihre Blöcke zu mopsen. Sehen wir jetzt. Hat ja voll viel genug, die Blöcke zu mopsen. Kaya, wir haben die meisten. Ja, wir alle. Außer Shining. Außer Shining. Shining liegt irgendwo hinten auf dem letzten Platz. Endlich wurde er auch mal in ihn reingetreten. Genau. Und mich wird immer reingetreten. Warum nicht oft genug. Warum will man mir nie was gönnen? Weil man nicht oft genug in den Nette Zuschauer, hört hier, wie gemein die zu mir sind. Ich hab denen noch nie was getan. Hier, guck, man tritt hier einfach nicht oft genug rein. Man klaut mir auch noch den Stern vor der Nase. Man hat noch nicht genug in dich reingetreten. Du willst noch mehr, definitiv. Ey, der Stern da oben steht so gemein, ne? Ihr könnt direkt danach zum Buhu gehen. Der kriegt einfach Münzen geschenkt. Nach links willst du, nach links. Warum will ich nicht? Klar. Du willst nach links. Nein, will ich nicht, halt die Klappe. Wenn ich jetzt einfach Warp bekommen würde und mit Luigi tausche, das wäre einfach lustig. Ich würde gerne mit Donkey Kong tauschen. Dann hätte ich nämlich das allererste Mal einen positiven Warp und keinen negativen. Ich könnte doch auf dieses Ausrufezeichenfeld gehen und mir darüber Münzen oder Sterne klauen, ne? Das wisst ihr, oder? Macht das Sinn, da oben entlang zu gehen? Ja. Den kriegt er wohl eh nicht mehr. Außer Kai hat gleich Pech. Du kriegst jetzt sowieso ein Einzelspieler-Minispiel. Du könntest auch Nope drücken und dann einfach den anderen Weg gehen. Du hast nicht mal genug genug Münzen, was auch immer. Doch, eventuell nach dem Minigame. Das war nämlich der Plan. Die Grünen sind immer die richtig viel Geld bringen. Das ist gut. Slot Machine ist gut. Slot Machine ist Gamble und Gamble ist nie gut. Einfach jumpen und dann musst du gucken, dass du 3 in eine Reihe bekommst. Ich hab das einmal gehabt und direkt dreimal hier die Mütze gehabt. Die Mütze bringt das meiste Geld. Wenn du dreimal Mütze hast, kriegst du richtig Cash. Das zweitbeste ist die Truhe. Aber bei der Mütze, da wirst du reich. Und wie viel hast du für die Mütze bekommen? Ich meine, dafür hatte ich 50 Münzen bekommen. Das sieht nach 5 Münzen aus. Den muss ich auch einsammeln. Ich habe jetzt auch gewartet. Ich habe auch gewartet, also war alles gut geschrieben. 8 Münzen. Schmidt. Ja, das nimmt man mit. Mach mal eine 3. Eine 3 wäre vorteilhaft für ihn. Er könnte mir Münzen eventuell klauen oder ich ihm. Eine 4. Na komm, wir sind in einem Team. Los, Kai, machen wir sie fertig. Wow. Wir zeigen diesen beiden Dullis jetzt. Wir lassen die Sand fressen. Er frisst unseren Staub.
Nein, oh, nee. Ihr fresst unseren Storch. Oh, ich hab da beim letzten Mal so schön reingezoomt. Ich hab da so ganz langsam in euch reingezoomt. Wir müssen einfach nur nach links und rechts so im Einklang drücken. Mit dem linken. Oh nö. Komm mal, Kaya, wir lassen die Staub fressen. Du hast beim letzten Mal nur deine Spots gewonnen. Links, rechts, rechts, links, rechts, links. Akaya, wir machen das. Links, links. Ich hab nicht gedrückt, Mann. Rechts, ja links, links. Das ist, links. Das Spiel ist rigged gegen uns. Ich hab nicht in die Richtung links, angezeigt. Links. Akaya? Ich hab rechts gemacht. Rechts, ich mach rechts. Links, rechts. Guck mal, die holen endlich auf. Die haben endlich das Spiel verstanden. Die hat aber schnell aufgeholt. Irgendwie haben sie es wesentlich schneller gemacht, als wir es konnten. Wir kriegen ihre Münzen, Wakaya. Wir kriegen ihre Münzen. Jetzt kann ich mir den verkackten Stern nicht mehr leisten. Auf ja, wie konnte ich den beide nicht leisten? Geil! Geil! Ich war sogar schwarz, dass wir das jetzt verloren haben. Weil ich hätte mir sowieso nicht leisten Nein! können. Nein! Warte mal, einer von euch verliert Münzen. Ja. Ja, super. Ja, klar. Oder? Nee. Das gilt nur für mich, okay. Aber danke, jetzt bin ich weiter vorne und kriege ich den Slowblock. Jetzt wäre ich nicht schon genug gescheit. Halben Block! Jetzt Bowser. Oh mein Gott. Okay, das Spiel tritt gerade richtig hart rein. Und alle Münzen weg. Oh, Leute, Mann, das alles nur dank dem Kommentar, der mir gesagt hat, man kann sich die Items kaufen. Darunter auch diesen Hidden Block. Machen. Zwei oder drei. Schade. Es wäre schlau für ihn gewesen, wenn er auf das Fragezeichen gekommen wäre. Dann wäre da nämlich der Stein gekommen. Akaya hat mehr Münzen. Er hat mehr Münzen. Shining ist vorne. Er hat mehr Münzen. Shining ist vorne. Ich glaube, das Spam bringt nichts. Mann, eh nur 6. Wie kannst du es wagen? Shining ist vorne. Shining ist der erste Platz. Ja, man aber muss in den ersten reintreten. Oder muss in den ersten reintreten, nicht in die ohnehin schon nix haben. Ja! Komm schon! Warp mit mir! Komm schon! Ja! Ich hab mich so schön von ihnen geportet, du Dreckiger! Shining! Das war Karma! Wieso hast du da mir nicht die Münzen geklaut? Karma is a bitch! Das war Karma, Shining, das war Karma! Einmal das Gesicht greifen und anpassen. Okay. Ich würde sagen, so. Ich habe keine Ahnung, wie ich greife. Der greift bei mir nicht. Der greift bei mir aber nichts. Jetzt greift er. Ich glaube, er stimmt so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, die Nase könnte so ein kleines Stück. Ja, so müsste passen. So ist richtig. Finish! Seht. Nein! Die beiden haben perfekt! Was? Nein! Dabei habe ich eigentlich nicht mal genau geguckt, was ich da mache. Aber erstmal beschweren, dass nichts funktioniert. Und dann Perfektion hier abliefert. Das ist der wahre Betrüger. Ja, Shining, ich bin halt ein Perfektionist. Ich hab die ganze Zeit gefressen. Jetzt wird's auch Zeit, dass ich mal was bekomme. Ich wurde halt dreimal hintereinander in eine Runde reingetreten. Was ist denn? Warum hast du 30 Coins oder so bekommen? Ich hab 20 Münzen bekommen, aber ich war auch zu schnell im Drücken, um es zu lesen. Ich glaube, weil wir bei den letzten Runden ungefähr sind. Und da ist dann ein Doppelte. Aber dann hättest du doch auch welche bekommen. Du bist auch gerade dran vorbei. Ich hab Münzen bekommen, ich hab nur welche wieder abgegeben. Ja, aber du hast keine 20 bekommen. Bei dir kam zumindest kein Reinzoom. Keine Ahnung, vielleicht kriegt ihr ja auch was, weil der auf dem letzten ist. Er ist nicht auf dem letzten. Auf dem zweiten.
Ja, dann kann ich dir nie sagen, warum. Ich kann in der Bearbeitung hier mal kurz einen Screenshot machen und den euch dann schicken. Oben ja, kriegst du Münzen. Du hockst auf das Aufrufzeichen, oder? Ja. Er kann aber auch nach hinten losgehen. Das Risiko geht ein. Nein, er kriegt einen Stern. Eins oder zwei. Verdammt. Wow. Nein. Oh. Ey, irgendwer muss jetzt den Tauschblock kriegen. Irgendwer muss den Tauschblock kriegen und Mario erwischen. Und dann krieg ich einen Tauschblock und tausche wieder zurück. Ist das wieder das Tauziehen? Ja. Und diesmal ich gegen euch. Wir machen das, oder Leute. Shining. Ich bin schon am Drehen. Shining, oder keiner von uns bekommt den Tauschblock und er bekommt den Tauschblock. Ich muss irgendwie bekloppen. Luigi schwebt schon. Ja. Junge, das kann man auch nicht als Dreierteam gewinnen. Nee, kann man auch nicht. Jetzt lach ich euch aus. Dafür hat der alleine mit dem Bowser auch schon Power. Das Spiel ist komplett rigged. Das ist halt wirklich komplett rigged, das Game. Jetzt einfach. Ist es auf jeden Fall doppelt. Oh, hello, I'm Koopa Troopa. Yes, there is a little time left. But down to the last 5 turns. I wonder what's happening now. Ich glaube, der Koopa weiß auch schon, wie die Bonussterne vergeben sind. Und handelt daran, wer jetzt in seiner Augen gewinnt. Last DK. Who will become the star? My prediction is that Mario will win. Koopa ist schon auf deiner Seite, Akaya. Ja, ich habe einen auf meiner Seite. Wenigstens einen. Aber es gibt noch die Bonussterne, Leute, ne? Ob die so viel bringen, ich weiß ja nicht. Es sind 3 Sterne. Wenn einer von euch alle 3 kriegt, hat er mich auf jeden Fall überholt. Also wenn alles nach Plan läuft, habe ich dich ohnehin überholt, Shining. Morgen komme ich auf jeden Fall auf das... Ich kann Akaya den Stern versauen. Do it. Ich tue es. Ich hätte Shining die ganze Runde versauen können. Ich hätte mir den Stern holen können und ihn den Stern klauen können. Und dann tritt er natürlich in mich rein. Ich krieg einen Hidden Block. Nein! Ja, zieh ihm alle Sterne und Münzen ab. Das ist diesmal Karma. Karma, Shining, Karma. Ja, diesmal war auch berechtigt, weil ich aber gar nicht den Stern versaut. Und du hast mir actually 2 Sterne versaut. Warte ab, ich versuche dir auch nochmal weiterhin was. Und er kriegt einfach den Speech im Block. Ich fasse es nicht. Das mache Fragezeichen und. Aber linken hast du ein Buhu. Links hast du ein Buhu. Unten hast du nix. Unten kommt's auf Fragezeichen. Kai, deinen Stern hole ich mir auch noch. Nothing happened. Ich glaube, nur auf dieser einen Linie bei dem Fragezeichen passiert was. Wow. Ich hab so hart in den Akaya reingetreten, das ist ja schon nicht mehr normal. 1000 Coins present für Akaya. Könnt's für Bowser. Ich weiß nicht, was das ist. So. Well, Minigame ist funny. Okay. Warte mal, da steht auch irgendwie was bei. Och nö, wir können alle Münzen aus Akaya rausprügeln. Ja! Ja! Nein! Alter, Akaya, wenn wir auf dich draufhauen, verlierst du 5 Münzen, und zwar von deinem Gesamtstatus. Die kannst du aber auch selber wieder einsammeln. Leute, draufhauen, reintreten! Niemals! Tretet ihn! Tretet ihn nicht rein! Ich kann auf euch treten! Ich habe in die falsche Richtung gezielt. Ja, Münzen! Ash! Aua, wie hast du mich denn jetzt so weggeschoben? Ja, ich hab nochmal Münzen rausgeholt! Ich hab Junge!
bekommen. Wenn schon richtig in mich reingetreten wurde, muss natürlich noch weiter hinterher getreten werden, ey. Alter, ich habe noch nie gesehen, dass Eigen so hart reingetreten wurde wie Akaya jetzt in diesen zwei Runden. Mir wurde im wahrsten Sinne des Wortes das ganze Match versaut. Wirklich das ganze Match. Akaya, du wurdest geschluckt, gekauft und wieder ausgespuckt. Ey, dieses Spiel macht so Fun. Okay, das Bobrennen. Ich hätte dort oben mir halt den Stern kaufen können, dann Buhu mir nochmal einen Stern von Shining klauen können und hätte zwei Sterne. Aber nein, er versaut mir das alles und dann tritt Bowser nochmal rein. A drücken zum Anlaufen, danach müssen wir lenken, Leute. Und Kai, du warst letztes Mal so gut, ich erwarte viel von dir. Nur weil ich den Bot dabei hatte. Mit den perfekten Inputs, ne? Okay, du drückst nach vorne, ich lenke. Was ist denn die? Die holt uns niemals ein. Are you sure about that? Wenn du runterfliegst, seid ihr komplett raus, ne? Da oben ist dein alter Rekord, Kai. Um Gottes Willen, die holen auf! Kai, gib Gas! Gib Gas! Nicht runterfliegen! Ja, Kai, wow. Wir müssen es nur durchschaffen! Du musst auch mit Gas geben. Wir brauchen es jetzt nur noch durchschaffen, Kai. Die haben schon verloren. Die sind runtergefallen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war alleine gegen euch beide. Wir können uns alle Zeit der Welt lassen. Kann es sein, dass Honey gerade einfach AFK war? Nein, war ich nicht! Aber das hat sich so angefühlt. Habt ihr beide nur nach vorne gedrückt? Ich hab die ganze Zeit gelenkt und ich musste auch irgendwie den Kack-Schlitten da runterschieben. Nee, ich meine, ich glaube, Akaya hat die ganze Zeit gelenkt und Sunny hat Speed gegeben. Ich hab die ganze Zeit nach vorne gedrückt. Ja, dann hat das Lenken Akaya nur übernommen. Ist eigentlich... Nein! Ja, Karma! Klau ihm Münzen, klau ihm Sterne, egal was, klau ihm! Klau ihm alles, egal was! Die Revolution wäre richtig krass gerade. Oh, wir spielen schon wieder unsere Münzen vermöbeln! Nein! Draufhauen! Ich will das nicht! Ich will mit meinem Anwalt reden! Ich will draufhauen! Nein! Vom Prinzip her muss ich die ganze Zeit auf euch rumhüpfen. Ich bete euch! Ja! Ha! Richtig! Ihr seid alle Sprungbretter! Ich hab dich dreimal trotzdem gehauen. Aua, meine Münzen! Hauptsache Donkey Kong kriegt nix. Halt's Maul! 215 Münzen! Verdient. Ja, mir wurden gefühlt 100 aus dem Leib geprügelt. Die haben sogar 25 aus dem Kopf geprügelt. Ich hab insgesamt jetzt 35 an... er kriegt nochmal 3 abgezogen. Er hat den Minusblock gehabt. Krieg ich 3 plus. Damit kann ich leben. Ey, diese Bonusblöcke machen das Spiel richtig lustig. Ich schwimme noch auf dem 4. Das ist so ein Kotzen. Und bei mir baut sich das Toxisch-Level gerade so ein bisschen auf. Ich muss nur das Minispiel gewinnen. Dann komme ich am Buch vorbei. Der Hass von Akaya geht heute nur mir. Ich helfe dir, Kai. Dann klaue ich mir noch einen Stern. Ah, wir spielen Basketball. Basketball. The first team to score wins, press B while jumping. Ja, der erste, der den da vorne reingeworfen kriegt. Defense, Steel Ball, Jump, Pass, when Jump. Okay, hab's verstanden. Luigi hat den Ball, wer ist bei mir im Team? Passt ja, die beiden Fettsäcke zusammen. Nee, wir beide zusammen. Wirf rein! Achso, ich war mit Akaya im Team. Stimmt, wir waren ja beide auf Rot. Da habe ich easy den Score reingehauen.
Hast du fein gemacht, Akai? Hast du fein gemacht? Wir konnten ja nicht mal alle Münzen klauen, dem Affen. Der Affe hat sie nicht genügend. Die beiden Reichen werden immer reicher. Und die Armen immer ärmer. Ich verstehe immer noch nicht, wie du mir den Bonbon klauen kannst, aber mehr als genug Platz zwischen, um dass das nicht funktioniert. Eigentlich ja. Ich glaube, die verbünden sich gleich gegen uns, Akaya. Solange sie auf dich gehen, ist es okay. Nein! Meine Münzen! Ja! Alter! Ja! 14 Münzen oder so. Ja. Geh nach unten. Du würdest, glaube ich, nur 10 Münzen verlieren. Ach, würde die eh nichts bringen. Also bei dem Bowser verlierst du eigentlich nur 10 Münzen. Was für nur 10 Münzen? Ja, weil wenn du an ihm vorbeiläufst, dann will er halt dir nur dieses Geschenk aufdrücken. Warum nicht einen mehr? Psst. Boah, beim zweiten ist es ja so, dass wenn wir auf demselben Feld landen, dass dann ein Duell passiert, ne? Da freue ich mich auch schon drauf. Bei den anderen Spiel. Kann irgendwer gleich wieder da oben auf das Fragezeichen treten? Akaya, ich glaube, du kommst aufs Fragezeichen. Ich werde drauf treten. Wieso gehst du dann da lang? Du hättest nach unten gehen können. Damit YOLO. Du den Stern nicht bekommst. Aber ich stehe da oben gar nicht. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Stehst da unten wärst du, glaube ich, auf das Ausrufezeichen gekommen. Ja, ich... Warte mal, ich zieh gleich mal eben kurz. Wenn ich dran bin. 5 Felder hattest du zu dem Zeitpunkt zur Verfügung. Auf dem Bull. Kennen wir das nicht auch schon? Ja, doch. Das ist ein Teamspiel, Leute. Punch the Bull before they grab you. Person with light bull. Schaut euch meine Lampe an. Schaut sie euch an, ist sie nicht schön? Wie sollen wir, was sollen wir angreifen ohne... Ihr müsst die Geister angreifen und ich muss versuchen, die Lampe durchzubringen. Jo. Und wir müssen die angreifen, die von den Geistern possessed sind, wenn die so halt... Ja. Ja, blau also, leuchten. Das merkst du. Du musst die Buhus schlagen und alle, die besessen sind. Wir dürfen nicht in dem da rein. Hi. Entschuldigung, ich hab dich aufgepasst. Gleich eins aufs Maul. Beschützt mich, ihr zwei! Beschützt mich, Sunny! Sunny, hau ihn doch! Du bist halt selber possessed. No, klebe ihm meine. Nein! Das, was du schon immer tun wolltest, hau ihn! Fight! Wollt ihr mich von KKM? Lauf, Fred! Lauf! Komm, schlag zu! Ja! Fred ist nicht alles von dem Geist? Nee, tut's nicht, kacke. Nee, ihr müsst mich ja hauen. Ah, shit. Tolles Team. So kurz davor. Ich dachte, die würden dich auch mit. Also der Beste in diesem Team war auf jeden Fall Kai. Er hat das ganze Match gegen Harry. Er hat das Game auf jeden Fall durchgespielt. Ich hab voll nicht aufgepackt. Also dieses Spiel sorgt immer für Lacher. So, jetzt zähle ich einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, du wärst aufs Aufrufezeichen gekommen. Nicht ganz. Oder? Doch. 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich hab mich verzählt. Da hätte er mir eventuell einen Stern klauen können. Ey, das schön, dass ich krieg jetzt noch einen. Ich krieg mit Glück jetzt noch einen. Hast genug, du brauchst keinen. Aber haben will. Du vielleicht einfach nichts haben will, aufs Maul wollen will. Du willst auf deine Kauleiste. Warum sind heute alle so aggressiv? Zu Recht. Ja, ich würde eher links gehen. Einfach den Buhu. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lass doch mal den armen Affen in Ruhe, der kriegt doch sowieso nichts geschissen. Ey! Ist doch wahr, du rennst nur im Kreis und hast nichts zu erreichen. Ja, sorry, was soll ich aber auch machen? Ich hatte den Stern!
Ja, ich hab wenigstens. Und ich ja, hab aber dann Geld. Hat Rick ihn aus irgendwelchen Gründen geklaut. Das ist ja Luigi hat ihn geklaut. Nein! Luigi war da komplett unschuldig. Ich hab wenigstens noch Geld. Ich hab ihn nur weggeklaut. Und der Affe, der hat gar nichts. Ja, das Spiel, wo man sich gegenseitig behindern kann. Wir tauchen jetzt einmal nach unten und müssen die Kisten nach oben bringen. Und du kannst die anderen sowas von behindern. Du kannst die absäufen. Einfach nur bewegen und schwimmen. Je mehr du spammst, desto schneller schwimmt der. Der Hybrid Bonuspunkte. Mhm. Und lass bloß die großen Kisten in Ruhe, die bringen dir nichts. Ja! 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 Nein! Komm! Komm, lass sie doch fallen, Kai! Du willst die nicht! Ja, nein, nein! Er hat sie zurückgestohlen! Während ihr ihm die große Scheide bringt, ich die kleine nach oben. Mach mal! Man kann so ein Arsch sein in diesem Spiel. Junge, gefühlt sind halt wirklich alle auf mich gegangen. Ich ertrinke! Ich wurde von allen dreien verprügelt, einfach. Ich hab die beste Kiste geklaut. Hallo? Du hattest eine richtig große Kiste, die wollte ich halt haben. Ich hab mir zwei große Kiste gekriegt, die nach oben war. Dann hab ich mich noch an die kleinen gehalten, weil ich mir dachte, ja, ihr geht eh auf die großen. Ja, ich krieg noch mal zwei Sterne. Oh nein. Ich komme eventuell noch zum Buhu. Ja, bitte. Shining aus. Shining. Böse. Shining, ja, dann habe ich safe den Win. Shining, nein! Ich bin einfach zu gut. Shining nein, aus. Ich komme aufs Fragezeichen. Kai kann seinen Stern behalten. Ja. Und ja. Vielleicht kommt er ja für einen von euch jetzt noch günstig. Ist ja möglich. Möglich ist es, ja. Ja, Kai, hättest du nur auf mich gehört. Ja, da bin ich zu weit weg von. Da bin ich aber auf der anderen Seite der Map. Yay. Guck mal, wer da jetzt schön an dem Stern vorbeirennt. Das hätte mir aber auch nichts genutzt, wenn mich der Stein auch weggescheucht hätte. Ja, das ist... Ich verliere doch jetzt eh wieder einen Stern. Ich weiß ganz genau, von wem er was klaut. Gibt ja nur eine Auswahl. Klar, alles andere gibt ja auch keinen Sinn. Aber ich gewinne noch durch Münzen. Wenn der Kai jetzt zwei von den Bonussternen und ich keinen kriege, kann der auch noch gewinnen. Ach schade, ja. Ein fällt mir. Weil er müsste der letzte Bonusstern an Donkey Kong oder an mich gehen, damit ich noch gewinnen kann. Geh nach links, aber er hätte wenigstens 10 Münzen. Du kannst nur ein Feld kriegen. Das ja, was scoutest du? Es ist die letzte Runde, das lohnt nicht. Ja, okay. Gönn dir einfach die 10 die so, 6 Münzen. Du hast aber Akaya den Weg noch frei gemacht. Ja gut, da kommt was nichts bringt. Aber die 20 Münzen nehme ich. Also Münzen hast du auf jeden Fall meisten, da könntest du den Stern auf jeden Fall kriegen. Okay, gerade einmal kurz ein Ultra-Lag. Ja, gesehen. Castaways hatte ich noch nie. Okay, hey. Ist auch ein Way. Naja, neu ist es nicht. Achso, den Schlüssel durchbringen. Open the door without letting the spy Koopas get Sunny, das hatten wir schon mal. Da hast du den Schlüssel einfach den Koopa-Dingern gegeben. Hatten wir schon mal? Ich meine, nee. Das hatten wir schon mal. Nein. Get either to pass to your teammate the spike approach broken away. Du musst den Schlüssel nehmen und da oben hinbringen. Okay. Und wir können ihn untereinander wie einen Basketball passen. Ja, und wenn die Stachelviecher den einmal kriegen, haben wir verloren. Ich glaube, die können wir auch nicht aufhalten. Ich gehe mal hier rüber. Oh, nein! Das hast du schön gemacht. Ach, ich dachte, Wario hat den jetzt bekommen. Ich dachte nicht, dass der Stachelding gekriegt hat. Das Stachelding, das hat mich die ganze Zeit weiter nach hinten geschoben. Alle verlieren nochmal 5.
Perfektes Ende. Ich wollte aber 99 haben. So, Leute, die Bonussterne, Leute, die Bonussterne. Die Coins hat Akaya am meisten. Oh, now you're a superstar. First, the game's editor. What goes to the player who collected the most Danke points? Danke sehr! Ich hab so viele Minispiele gewonnen. Aber allein ich habe eigentlich gedacht, dass Luigi den auch haben könnte. Coins, der geht auf jeden Fall nach Akaya. Goes to Yoshi! Ach nee, einfach nur generell, okay. Ja, ja. Ich dachte, Endstand zählt. Last happening, son. Fragezeichenfelder. Ich hab einfach alle bekommen! Yoshi! Du hast das Spiel so 100%ig gerickt. Das ist definitiv gerickt, Junge. Warum sind alle so gemein zu mir? Junge, verdient das. Shining, du hast das Spiel so sehr gerickt, dass Rick Sanchez neidisch wird. Ich hab euch alle gerickt, Wolf. Rick mich, Mann. Meine Verehrung. Oh, guck mal, ich krieg einen Schatz. Den habe ich mir verdient. Du wirst da jetzt eingesperrt. Vor allem, wenn du nur die 2 Sterne bekommen hättest, das hätte nichts geändert. Ich habe gerade 3 am Stück bekommen. Shining? Ja. Halt die Klappe. Halt einfach dein Maul. Lauf, Wacker! Lauf, Donkey Kong, lauf! Er wurde nochmal vom Stein gejagt. Ich finde das so schön, wie der in den letzten auch noch in dem Spiel immer am Ende nochmal reingetreten wird. Der letzte ja. Ist immer nochmal einen drüber. Sagen wir es mal so, ich hatte wenigstens das Geld, was mich gesaved hat. Frisst der mit Krawatte. Ja, Leute, da könnt ihr auch mal so den Zwischenstand sehen, wie weit ich jetzt gespielt habe. Und das ist jetzt diese neue Coinbox, die ich habe. Ich verliere einfach die Hälfte an Coins, die wir gerade erspielt haben. Das ist eigentlich komplett. Das hätte ich früher holen sollen. Da wäre ich schneller gewesen beim Sammeln. Von den Items. Na gut, Leute. Das war doch ein interessanter Part mit Höhen und Tiefen. Hier hat einer überhaupt nicht dominiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Die Rache wird folgen. Meine Rache wird fürchterlich. Die Rache im zweiten Teil wird furchtbar. Ciao.